Moin und herzlich willkommen zurück zum Politik-Simulator 4 Power and Revolution zur 21er Edition in Burundi im Aufnahmestream live auf Twitch, Mittwochs 20 Uhr, Link in der Videobeschreibung. Und wir sind momentan sehr unbeliebt, aber ich glaube, wir sind aus dem Schlimmsten erstmal raus, was die Beliebtheit betrifft. Wobei, jetzt laufen die noch oder haben die wieder angefangen? Ich glaube, die laufen noch. Das heißt, da müssten wir nur eben mal dazwischen gehen. Zum Beispiel, indem wir hier mit den Leuten da hingehen. Auch mal in die Nähe gehen, das könnte schon helfen. Moment. Ah, wir haben Preis gewonnen, das kommt gerade sehr gelegen. So, wir können die vielleicht verscheuchen, indem wir einfach in die Nähe gehen. Genau, das hat auch funktioniert. Ich glaube, damit ist das hier erledigt. Genau, das machen wir bei den anderen jetzt auch noch. Dann haben wir bald wieder Ruhe im Land. Hier auch nochmal schauen. Hier ist ein bisschen mehr los. Ich nehme mal die Leute aus dem Parlament raus. Beziehungsweise nein, ich lasse die lieber da stehen. Ich nehme die Soldaten. Gehe mit denen hier auf den Marktplatz. So, einfach nur verjagen. Das könnte schon wieder gereicht haben. Ja, das hat auch wieder gereicht. Man muss nur in die Nähe gehen, dann rennen sie weg. Die Terroristen. Und jetzt noch hier in Kigali. Na ja, gut, das ist jetzt auch nicht wirklich der Rede wert. Einfach dran vorbeilaufen, dürften die auch wieder Angst kriegen. So, dann sind die, glaube ich, auch wieder abgehauen. So, jetzt haben wir hier eine jede Menge Nachrichten bekommen. Das ist auch schön, dass das sich erledigt hat. Okay, dann haben wir wieder keine Aufstände mehr. Toll, das hat es jetzt gebracht. Und jetzt genau umgebracht worden. Als wir gerade das Schlimmste hinter uns hatten. Gut, dann lade ich nochmal. Das ist ja immer so eine Sache, die hat mit Glück oder Pech zu tun. Ob man da umgebracht wird oder nicht. Das heißt, wenn wir das jetzt nochmal machen, dann wird das wahrscheinlich nicht passieren. Zumindest nicht im genau gleichen Moment. Ich meine, wenn man 20% Beliebtheit hat, dann ist es eigentlich nicht so hoch, die Wahrscheinlichkeit, dass man umgebracht wird. Haben wir jetzt Pech gehabt. Aber gut, wir haben ja noch nicht viel Zeit verloren. Dann kümmere ich mich nochmal schnell darum. Ich habe ja jetzt rausgefunden, ich muss einfach nur in die Nähe gehen, dann rennen die von alleine weg. Das heißt, ich mache das hier. Ich mache das hier. Und ich mache das hier. So, und jetzt lasse ich nochmal schnell laufen. Dann müssten die Sachen sich schnell auflösen. Moment. Hat sich da jetzt was getan? Achso, die sind immer noch auf dem Weg. Ich dachte, die wären schneller. Panik in den Reihen der Demonstranten. Ja, genau, so soll das auch sein. So, wie sieht es bei den anderen aus? Muss ich doch dabei sein, damit da was vorangeht? Schau ich sie weg? Jawohl. So, jetzt haben wir wieder diesen Preis gewonnen von vorhin. Oh, wir sind wieder bei 12% runter. Das ist natürlich auch wieder nicht gut. Vielleicht, gut, bei 12% ist es wieder riskanter, ne, dass man da abgesetzt wird. Ich lasse nochmal die Zeit laufen. Mal schauen, ob wir jetzt wieder umgebracht werden. Mal schauen. Ich hoffe einfach mal auf das Beste. Vielleicht sollte man einfach häufiger speichern jetzt. Ich speichere nochmal. Wir haben ja jetzt hier wieder erstmal Ruhe im Land. Und dann klappt das vielleicht eher. Ja, und weiterhin gilt natürlich, wie kann man am besten die Wirtschaft fördern? Da bin ich halt immer auch überlegen und ich komme halt auf keine zufriedenstellende Antwort. 604 Kilometer Nebenautobahn wollen gebaut werden. Wie viele können wir schaffen? Na, falsches Menü. Das würde halt auch im Zweifel die Wirtschaft fördern. Oh, das ist aber wenig. So kommen wir aber nicht ans Ziel. Im Zweifelsfall müssen wir nochmal Schulden aufnehmen, um die Autobahn fertigzustellen.
Ist halt auch so ein Nachteil durch den Mindestlohn, ne? Das Bauen ist viel, viel teurer geworden. Also das merke ich mir auf jeden Fall für die Zukunft. Man sollte in einem dritte Land, dritte Weltland, so heißt das, nicht dritte Land. In dritte Weltland sollte man nicht zu großzügig sein mit dem Anheben des Mindestlohns. Weil sonst geht es halt auch wieder nicht voran im Land. Schade, ich habe mir gehofft, dass die Kaufkraft der Leute mehr bewirken würde. Aber sie hat irgendwie fast gar nichts bewirkt. Das ist sehr ernüchternd. Sehr ernüchternd. Was man vielleicht auch machen könnte, man reißt sich noch mal die Macht gewaltsam ne, in die Finger, also vom Parlament, und senkt so wieder den Mindestlohn. Dann kann man das ja mal schnell radikal senken und dann schauen, ob das der Wirtschaft hilft. Ich wäre zumindest mal gewillt, es auszuprobieren, um zu gucken, was passiert. Aber dafür brauchen wir mehr Beliebtheit, weil sonst können wir das nicht machen. Also ich glaube, ich werde das vielleicht nochmal versuchen. Weil ich glaube wirklich, diese Mindestlohngeschichte, die hat uns sehr ausgebremst. So, die wollen Orangen kaufen. Okay. Dann lehne ich nochmal ab. Und Gerne. mach das selbst quasi. Wirtschaftsvertrag verkaufen. Ich verkaufe euch Orangen zu einem hohen Preis. So. Moment. Ah, es wurde akzeptiert. Okay. Cool. Dann haben wir jetzt Orangen verkauft. Wir sind fertig. Ich speichere nochmal. Wir sind wieder kurz davor, abgesetzt zu werden. Warum wird das denn schlecht bewertet? Das ist mir jetzt ein bisschen ein Rätsel. Wir brauchen unbedingt Beliebtheit. Aber ich weiß nicht, wie wir jetzt so schnell an Beliebtheit kommen, das ist das Problem. Deswegen speichere ich oft, falls wir abgesetzt werden. Es ist nämlich gar nicht so unwahrscheinlich, dass es das passiert. Wir können leider ja auch nicht einfach Geld ausgeben, ne? Einer meiner Männer kommt. Cool, dann mach mal was, schlag zu. Oh, super riskant gerade. Super riskant. Auf 8% hier die Zeit laufen lassen. Bionisch externe Implantate. Herr Präsident, unsere Labors haben gerade das erste bionische System des Landes fertiggestellt. Externe Implantate, die Gehirnströme empfangen und sie an einen Empfänger im Umkreis von einigen Metern weiterleiten. Wenn man ein Gerät mit einem solchen Empfänger koppelt, kann man es einfach mit seinen Gedanken fernsteuern. Nicht schlecht. Machen wir mal, patentieren wir mal. Und, oh, wir haben wieder ein bisschen Beliebtheit dazu gewonnen, ja, immerhin. Ich speichere gerade nochmal. Und einen schönen Gruß in den Chat. Auf Twitch. Einen schönen Abend allen Zuschauern. Und eine schöne, was auch immer, Tageszeit allen, die auf YouTube zuschauen. Vielleicht auch Nachtzeit, kann ja auch sein. So, Misserfolg, na toll. Hallo Sambia. Dann schicken wir da gleich nochmal einen rein. Das ist schade. Wir haben da immer wieder bei der Kämpfer für Integrität von Burundi haben wir immer wieder mal Leute drin. Aber die schaffen es nicht, da was aufzudecken. Eigentlich müsste ich die länger drin lassen. Aber dann werden die halt auch mit hoher Wahrscheinlichkeit umgebracht. Das ist halt das Problem. Das ist halt etwas doof. Wenn die Wahl kommt, wann kommt eigentlich nochmal die Wahl?
Die kommt 2035. Bis dahin müssen wir wieder hohe Beliebtheit haben, sonst haben wir ein Problem. Sind wir uns bis dahin ein Stück weit die Hände gebunden. Hallo. Jetzt kriegen wir schon wieder Ärger wegen so einem internationalen Meeting. Ach Leute. Gerne. Sie glauben. Kommen wir auch nicht voran. Wie kommen wir denn jetzt an Beliebtheit? Unser wieder ein Agent getötet worden. Ah, Wirtschaftswachstum ist wieder über 3%, immerhin. Ich speichere gerade nochmal. Ich habe ja die ganze Zeit Angst, dass wir umgebracht werden, weil wir so in 110% Beliebtheit sind. Was Gehirnplantate, die HMM patentiert hat, landen in Burundi. Das heißt, was ist denn HHM? HMM. Herr Präsident, die Verkäufe der implantierten persönlichen Rekorder boomen. Diese Geräte speichern alle visuellen Informationen, die der User empfangen hat, auf HMM-Karten. Das steht für Holo Multimedia Memory. Das sind richtige Filmkameras, die unser ganzes Leben im Gehirn aufzeichnen. Und es ist möglich, alle Szenen, die man sehen möchte, mit einer einfachen Holo-Fernbedienung abzuspielen. Sie werden nie mehr etwas vergessen und sie können alle Szenen ihres Lebens so oft ansehen, wie sie möchten. Das ist ja interessant. Und dies haben wir jetzt irgendwie bekommen? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Ah, okay, Moment, hier. Ich lese die Überschrift gleich nochmal. G3-Implantat, das Assistenzsystem für das Gehirn, ist im Laden zu kaufen. Herr Präsident, die G3-Chips, die auf HMM-Mikroprozessoren basieren, verkaufen sich von selbst. Sie verbessern die Berechnung und Arbeit des Gehirns und liefern ihm zusätzlichen Speicher. Die Benutzer brauchen nie mehr einen Computer mit einem G3 im Kopf. Und die neuesten Modelle analysieren sogar Körperfunktionen und können den Rettungsdienst bei Problemen alarmieren. Aber im Moment können sie noch nicht kochen. Das ist interessant. Ich weiß noch nicht, ob ich das gut oder schlecht finde, aber tendenziell eher gut. Vorausgesetzt, die. Gut, ich weiß nicht, wie anfällig die für Hacker wären, ne? Das wäre natürlich ein Risiko. Aber abgesehen davon klingt das erstmal gut. Vor allem, was würde passieren, wenn die gehackt werden? Können die einen Menschen steuern? Oder nur überwachen? So. 10% Beliebtheit, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wie lange braucht die Stadt eigentlich noch, um renoviert zu werden? Ah ja, weniger als ein Jahr. Ich speichere gerade nochmal. Wie gesagt, ich habe Angst, abgesetzt zu werden. Man möchte nicht so viel Zeit verlieren, in dem Fall. Also die Frage, wodurch verliert man mehr Zeit? Durch häufiges Speichern oder durch häufiges Neuladen, weil man umgebracht wird? Ich weiß es nicht. Oh, schon wieder eine. Hier. Die Kamera im Auge, eine Technik, die die Fotografie revolutioniert. Die Augenkamera geht weg wie warme Sengemillen, Herr Präsident. Die Kunden legen sich die Bionic-Linse auf die Iris und können einfach durch Druck auf den Index im Auge Fotos machen. Hä? Die drücken sich aufs Auge oder was? Oder ist mit Index der Indexfinger gemeint? Der Zeigefinger? Ich weiß es nicht. Die Bilder werden an einen Mikroprozessor gesendet und der Benutzer kann sie per Mail verschicken oder auf seinen Computer runterladen. Ein System, das besonders die jungen Leute mögen. Das klingt ein bisschen gruselig. Aber ja, wenn das nicht so hackeranfällig ist, dann vielleicht sogar ganz cool. Na, wir haben wieder ein bisschen Geld gekriegt. Das dürfte aber wieder nicht allzu viel sein, weil wir kaum Überschuss haben. Einen Moment. Nebenautobahn. Ah.
Naja. Immerhin 61 Kilometer. Ist halt nicht wirklich viel, ne? Ich weiß gar nicht, wie viel wir noch brauchen. Das ist das Problem. Die Terroristen. Da steht leider nicht, wie viel. Steht nur, wie viel wir versprochen haben, aber nicht, welches Level das dann ist am Ende. Glaube ich. Hier steht nur 604. Aber ich habe keine Ahnung, wie viel wir davon schon gemacht haben. Das ist etwas problematisch. Schon wieder ermordet worden. Moment. Schicken wir hier noch einen rein. Oder lass mich gerade nochmal speichern. Nett, nicht übervorsichtig. Aber ich will halt nicht neu laden. Oder ich will beim Neuladen nichts verlieren. Irgendwo so. Möglichst nichts. Und wie man jetzt schnell auf zur Beliebtheit kommt, weiß ich halt auch nicht. Meistens geht's von alleine mit der Zeit. Aber momentan kommen wir halt nicht voran. Das ist auch nicht so toll. Ich will halt auch keine Gesetze verabschieden, die Geld kosten, ist das Problem. Weil wir schon so niedrigen Überschuss haben. Gut, ich könnte Steuern erhöhen, die uns Geld einbringen. Aber das würde halt auch wieder die Wirtschaft schädigen, ne? Herr Präsident, unsere Labors haben gerade das Pro-VLPO entdeckt. Diese Substanz ist in der Lage, die Histaminproduktion in den Neuronen des, Moment, ich hab gerade geguckt, wir sind zwar nicht die Ersten, das wollte ich wissen, das war ich mir gerade nicht sicher. Die Histaminproduktion in den Neuronen des Hypothalamus kontinuierlich zu aktivieren, die das Wecksystem des Gehirns darstellen, indem sie das Melatonin, das Schlafhormon, unterdrücken. Verbunden mit einer Behandlung, die die Folgen des Schlafmangels ausgleicht, erlaubt das Pro-PLVO ohne Schlaf auszukommen. Wir sind zwar nicht die Ersten, aber bla bla bla. Wir patentieren mal. Das kommt aber auch nicht wirklich. Hier ist unsere Bringt uns nicht wirklich weiter. 11% Beliebtheit, ist super wenig. Aber wir halten erstaunlich lange durch gerade. Mit unserer niedrigen Beliebtheit. Erstaunlich lange. Wenn die Beliebtheit doch mal hochgehen würde. Tja, tja, tja. Oder man könnte zumindest mal eine Steuer erhöhen, die vielleicht die hohen Einkommen trifft. Das dürfte nicht direkt die Wirtschaft treffen, vielleicht? Und würde uns vielleicht beliebter machen. Wirtschaftswachstum liegt bei 3% gerade. Ja, geht wieder rauf und runter. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, was man am besten tun sollte. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, aber ich glaube, das könnte ich mir vorstellen, das mal zu machen. Oh, cool. Das ist die größere Organisation. Ich lasse den mal drin, einen Moment. Ich spreche ja gerade nochmal. Ich lasse den nochmal einen Moment drin. Und ich würde sagen, ich schicke den zum Zuschlagen, wenn wir die Folge beenden. Mal schauen, ob das hilft. Oder ob der in der Zwischenzeit umgebracht wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass er umgebracht wird, ist recht hoch. Ich lasse mal laufen, bis wir die Folge beenden. Und dann sage ich den nochmal, er soll zuschlagen. Och nein! Den kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen, den Streik. Oh, jetzt verlieren wir wieder ordentlich Beliebtheit. Ja, jetzt sind wir bei 0. Ja, so kann das nicht bleiben. Jetzt müssen wir unbedingt was tun. Was machen wir denn mal? Man könnte die Zahl der Lehrer oder der Ärzte erhöhen.
zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte die Leere jetzt auf das hier erhöhen. Das hat jetzt ordentlich Geld gekostet, aber vielleicht kriegen wir wenigstens Beliebtheit. Ich klicke mal einen Tag weiter. Ja, jetzt haben wir ein bisschen Beliebtheit gekriegt. So, Platzmangel an Oberschulen, ne? War der Grund für die Demonstration, glaube ich. Und jetzt haben wir die Zahl der Lehrer erhöht. Jetzt wird es dann noch enger. Aber ja, irgendwas muss man ja machen. Gut. Dann. Ja, dann sage ich dem Agenten, er soll zuschlagen. Glaube ich. Jetzt war er einen Moment drin in der Organisation. Vielleicht kann er jetzt ein bisschen mehr machen. Also ja, zumindest ein paar Tage drin. Ja, ich speichere mal. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Vielleicht auch live auf Twitch, ne? Mit fast 20 Uhr. Link in der Videobeschreibung. Und ja. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und würdest du gerne mehr von sehen? Da schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das im Moment für uns alles noch sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht viel Geld, aber wenn uns bereits jetzt jeder Abonnent diesen 1 Euro geben würde, könnten wir es bereits hauptberuflich umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir unseren Traum von YouTube zu leben bald Realität werden lassen können.